Pokerfies von Stadtmarschall. Dann sah es nach einer Attacke von Christian Hefebrock aus, aber abgewehrt vor Christian Hefebrock. 10 Meter Vorsprung. Also, das scheint hier erst einmal in der zweiten Runde eine relativ klare Sache zu werden. So wie es auch in Heat 20 der Fall war. Christian Hefebrock hat einen Bombentag heute gehabt, hat also 4 Laufsiege gehabt, hat nur einmal gegen Tobias im Stechen, eingangs der letzten Runde, sieht alles nach einem Sieg von Tobi Krone aus, der sich hier wohlfühlt in der Bergkrieg Arena, der hier schon manche Lauf gewonnen hat. 2012, herzlichen Glückwunsch, Tobias Krone aus Doren mit der Stadt.